Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, hier mit der Emma wieder zusammen. Machen wir mal den Schnuller raus und da lächelt sie. Genau, ich wollte sie jetzt umziehen, fürs Bettchen fertig machen und dann zeige ich euch noch, was wir heute gekauft haben. Viel Spaß dabei! Los geht's. Ja, ich ziehe sie jetzt aus. Und zwar, genau, wir waren heute eben shoppen, mehr oder weniger. Wir waren mit dem Zug unterwegs und waren eben im Ikea ein bisschen gucken. Wir können ja nicht viel kaufen, weil die Wohnung sehr klein ist und haben halt einfach keinen Platz mehr. Aber so ein paar Sachen haben wir eben noch gebraucht, damit eine bessere Organisation haben, dass wir unseren Raum etwas besser genutzt haben. Und deshalb haben wir da ein bisschen geguckt, was es so gibt. Auch ein bisschen geguckt, was man toll findet. Klar, guckt man immer, ne? Und dann waren wir eben auch noch kurz ein bisschen in der Stadt und dann noch eben unsere Lebensmittel einkaufen. Hier haben wir halt so Aufbewahrungssysteme gekauft, für die Küche noch ein bisschen mehr, weil wir haben da schon welche, und aber da haben uns noch welche gefehlt. So ganz simple, fähige Kisten, wo man eben gut verschließen kann, damit Lebensmittel luftdicht verschlossen sind und da nichts rankommt. Genau. Und wie gesagt, ja, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich mag sie hier nicht verletzen. Aber ja, kann man eigentlich gar nicht. Muss nur vorsichtig sein. Deshalb gehe ich jetzt hier immer so rein. Da kann da gar nichts passieren. Kann da gar nichts passieren. Maus. So, einmal ausgezogen fast. Windel mache ich jetzt gleich runter. Genau. Jetzt zeige ich euch einmal eine Box unter anderem für die Küche. Ich glaube, die kennt jeder, diese Dröhnerboxen. Wir haben die ja in so einer, ich glaube, ihr kennt die von einem bestimmten Video, in so einem Schwarz-Weiß-Muster. Habe ich die ja. Ich zeige sie euch so ein bisschen. Dieses hier. Genau, auch, ich finde das sehr schlicht und doch irgendwie schick und nicht langweilig. Und da sind ja auch ein paar Babysachen drin. Genau, die Windeln und diese zusätzlichen Handtücher und Decken, was ich halt so nicht groß benutze. Ja, genau. Das. Und dann halt noch so Boxen für die Küche. Genau das. Also nicht wirklich viel. Ich war auch in der Babyabteilung, aber irgendwie war ich mir noch nicht so sicher, da was haben zu wollen. Die Sachen sind ja echt toll, aber da gab es jetzt nur nichts Graues. Und ich wollte noch irgendwie was Graues. Naja, genau. Aber jetzt tue ich die Kleine kurz baden und dann geht es gleich weiter. So, da sind wir wieder. Frisch ist die Kleine. Ein Härchen im Gesicht. So, müssen wir das noch wegmachen. So, genau. Wie gewohnt. Abtrocknen. Dann, genau. Dann sind wir eben auch noch in die Stadt und dort waren wir noch kurz im C&A, eben bevor unser Zug gegangen ist. Das ist ja alles in der Nähe. Dann haben wir gedacht, ja komm, gehen wir da noch gucken. Und dann waren wir dort noch. Ich habe aber nicht wirklich was gefunden, habe dann eigentlich nur geguckt, ob es da eine Spieluhr gibt. Das war so eine, die ich möchte. Und zwar die Kosten, die gab es echt. Ich war voll überrascht. Es gab diese Eulenspieluhren, die wollte ich schon so lange. Letztes Mal habe ich sie nicht mitgenommen, weil ich mich irgendwie noch nicht, keine Ahnung, ich wollte es irgendwie noch nicht. Wollte es mir noch überlegen. Und dann haben wir das eine Mal eben dort auch so einen 20% Gutschein bekommen. Das
kostet ja 12 Euro. Das war mir eben beim ersten Mal ein bisschen zu viel. Und dann habe ich die mir heute in dem Fall mit diesen 20% Gutschein geholt, sprich 9,60 Euro, also 10 Euro ungefähr. Genau. So. Jetzt tun wir sie noch am Rücken. Wir müssen ja auch noch machen. Voll süß. Wir können die Füße auch abknicken. Kann echt nichts passieren. Jetzt kriegt sie die Windel ab. Genau. Dann haben wir eben den geholt und dann sind wir mit dem Zug zurück und dann sind wir mit dem Auto noch zum Normaleinkaufen, Lebensmittel und so. Und guckt man ja im Lidl, wenn man da ist, auch mal die Sachen durch, wo es so gibt. Muss ich ja zugeben. Und da habe ich dann eben auch etwas gefunden, die Small. Und zwar Loopilu Baby Strickjacke Pure Collection. Wo ist das eingepackt? Ich glaube, für 50, 56. Das machen wir doch mal auf und ziehen wir auch gleich an. Voll süß. Voll süß. Genau. Ich habe jetzt auch alles hergelegt. Genau, die wollte ich. Die habe ich mir nur noch gegönnt. Ich weiß nicht, wer kann da vorbeilaufen. Also ich bin erst zweimal vorbeigelaufen. Da habe ich aber gedacht, ah, ich finde das so toll. Du warst um mich geschehen. Nicht ganz, ne? Sieht witzig aus. Nee, lass ihn einfach so. So, jetzt muss ich ja weitermachen, das bin ich gerade voll in Gedanken. Sie kriegt diesen H&M Wickelbody jetzt an. Finde ich auch am einfachsten anzuziehen, die Wickelbodies. So, weil da muss man den Kopf nicht durchmachen. So. Links und rechts. Und links. Den Strampler, wie gesagt.
Den hatten wir noch nicht an. Oder wir hatten ihn schon an, keine Ahnung. Und da wollte ich hier eben diese schicke Strickjacke draufziehen. Und zweiter Arm. So, und hoch. Der ist cool. Der ist cool, der Strangler. Oh. Wo hängt da jetzt der Reißverschluss? Hier. Zack. Und sind wir oben. Und wiegt denn ihr, wirkt denn ihr an? Ist etwas groß. Ich glaube, ich ziehe jetzt die hier an. Ich glaube, die sind hier zu groß. Genau, dazu kriegt sie noch schön die warme Kuschelschlupper. So, und zweiter. Ist schön kuschelig eingepackt, ne? Sieht man fast nichts mehr von ihr. Kriegt man das jetzt auf? Boah, eine Schere. Ich hab doch hier eine Schere. Ich bin mal gespannt, wie ich das anziehen kann. Ob das gut geht oder nicht so gut geht. Ich glaube, das geht ganz gut. Hoppla. Ist der Kopf ein bisschen weit weggegangen. Meine Nudel. Ein bisschen eng, ne? Naja, wohl eher so, dass halt der Arm hier ein bisschen zu lang ist, glaub. Der ist jetzt schon oben, ne? Der ist halt ein bisschen zu lang für uns. Da guckt uns nichts mehr raus von klein Emma. Aber süß, ne? Richtig süß. Ich glaube, das Licht ist gerade schlecht gewesen. Richtig süß, die Kleine. Gell? Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.